euch, guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Pro Evolution Soccer 2016 in unserer Karriere hier in der Bundesliga mit dem SV Werder Bremen. Ja, heute geht's dann mal von der Bundesliga weg. Es gibt wieder ein bisschen internationalen Fußball, und zwar Europa League. Gruppenphase, Spieltag Nummer 3, Werder Bremen gegen Belenenses. Das also unser nächstes Spiel im Weserstadion. Das Ganze. Ich werde mal eben noch unsere Aufstellung festlegen. Nehmen wir nämlich die hier. Genau, die wird es also werden. Wir gucken mal, für was das heute reicht. Also die ersten beiden Spiele der Europa League liefen gut. Wir müssen daran heute anknüpfen. Bin ich natürlich gespannt, inwiefern uns das dann wirklich auch gelingt, aber wir gucken einfach mal. Ich bin zuversichtlich. Ich bin alles in allem zuversichtlich, eben weil es ja bisher wirklich gut lief in der Europa League. Also die Bremer heute gegen die Mannschaft aus Lissabon, gegen Belenenses. Das ist also unsere Aufstellung. Wir gucken mal. Galvez und Groß, die haben jeweils schon eine gelbe Karte. Sollten also ein ganz kleines bisschen aufpassen. Bremen ansonsten mit einem 4-1-2-3 System oder auch ein 4-3-3 mehr oder weniger. Und da ist die Aufstellung unserer Gäste. Ein 4-3-3. Während bei uns dieser 6er noch ein bisschen zurückgezogen ist. Diaz ist das bei den Gästen. Der spielt ein bisschen höher. Also würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie. Werder Bremen, Europa League, drittes Spiel in der Gruppenphase. Auf geht's. Die Bremer in grün-weiß von links nach rechts. Und der internationale Fußball hier im Weserstadion. Das ist ja immer eine Attraktion. Für die Fans! Und da muss Wiedwald das erste Mal hin. Riesenchance für die Herren in Blau, die hier weitermachen. Die hier weitermachen. Wieder Wiedwald. Hält die Bremer hier im Spiel. Junusovic, der Konter. Ganz drüben. Berkius, kriegt er den? Berkius kriegt den. Da ist die Flanke. Miralas kommt nicht hin. Also, munteres Spielchen hier. Berkius! Berkius! Boah, überragend gehalten! Und Berkius kriegt nicht den Fuß nochmal dazwischen. Was eine Anfangsphase im Weserstadion. Wow! Bremen kriegt den Ball nicht rein. Miralas. Ganz stark verteidigt. Der Ball wieder nach vorne. Diaz. Palmeira. Jetzt versuchen sie es ein bisschen zu beruhigen. Also beide Mannschaften schon mit richtig guten Chancen. In diesen ersten 15 Minuten. Aber keiner hat es hier bisher geschafft, den Ball im Netz unterzubringen. Groß. Super Balleroberung. Junusovic. Ja, Miralas macht nicht mit. Schade. Gibt Einwurf für Belenenses. Und das, ja, eigentlich kein Foul, hätte ich gesagt. Schiedsrichter sagt, hier lag ein Textilvergehen vor. Verkehr soll da gezogen haben und der Mann mit der 92
geht zu Boden, es gibt Freistoß. Der Ball, da ist wieder Wiedwald, der heute einen ausgezeichneten Job macht. Origi schickt Berkius auf die Reise. Berkius wieder mit Divock Origi. Ah, versucht ihn da nochmal ganz drüben auf Miralasch zu bringen. Holt ihn sich aber sehr gut wieder. Origi, Miralasch mit Zlatko. Junusovic, alleine die Ball mit, aber nicht so stark, aber er kriegt den Abschluss noch hin und holt die Ecke raus. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Junusovic, ja, die Ball mit, aber war ganz schwer. Ganz schwer. Kriegt den Ball noch aufs Tor. Da haben die wenigsten mitgerechnet. Eckball Werder. Also für einen neutralen Zuschauer ist das hier absolutes Topspiel. Ganz viel Action drin. Groß kommt nicht zum Kopfball. Verkehr mit dem Schuss. Verkehr! Auch dafür nicht viel. Also denkt sich mal aus 20 Metern. Ja, warum denn nicht? Versuchen wir unser Glück mal. Gespielt. Weiter 0:0. Werder mit einem Torschuss mehr. Belenenses hat bisher wieder ein bisschen nachgelassen. Kriegen nicht mehr ganz so den Zugriff aus den ersten 10 Minuten. Einwurf Werder. Sehr gut verteidigt. Felix Groß arbeitet mit nach hinten. Und holt sich hier den Ball. Berkius. Die Flanke da hinten kommt Miralasch. Bekommt leider nicht den Kopfball zustande. Jetzt das Aufbauspiel. Der Gäste aus Lissabon. Das missglückt. Origia. Versucht es da ein bisschen zu schön zu lösen. Hätte vielleicht auch selber die Möglichkeit gehabt, mal abzuschließen. Will Steven Berkius mit in diesen Angriff einbeziehen und so landet der Ball wieder beim Gegner. Jetzt spielen sie ein bisschen Ping-Pong. Schließlich aber Belenenses, die den Ball jetzt haben. Westergaard. Ja, nicht ganz souverän gelöst, aber es ist zumindest nichts passiert. Origi. Junusovic. Kein Foul, sagt der Schiri. Junusovic hat da noch einen mitbekommen, allerdings hat er da das Abspiel schon zustande gebracht. Nunes jetzt über die Außenbahn. Da kommt Westergaard. Es gibt den Freistoß. Den wollen sie jetzt schnell ausführen. Nehmen das Tempo hier nicht raus, aber Werder hat den Ball. Und Werder hat Platz. Origi, das ist kein Abseits. Divock Origi. 1-0 Werder. Überragender Angriff. Und dann Divock Origi. Und jetzt hat das Spiel das, was auch gefehlt hat. Nämlich dieses erste Tor. Balleroberung Junusovic, dann Kevin Miralasch. Und der hat die Übersicht, zieht den Innenverteidiger auf sich. Und da ist dann der Platz für Divock Origi. Der nimmt das Ding wunderbar mit. Und dann Volley in die Maschen. Das kann man sich wirklich angucken. Divock Origi. Seine Verpflichtung macht sich für Werder bisher in der Saison wirklich bezahlt. Auf nationaler und auf internationaler Ebene. Galvez. Den Ball nicht groß. Ja, jetzt sollten sie gucken, dass sie den Ball da geklärt bekommen. Fokier. Und da hat Bremen den Ball. Junusovic. Junusovic wieder mit dem Ball auf Divock Origi. Das Laufduell. Origi setzt sich durch. Was macht er draus? Origi, Junusovic kommt da leider nicht ran. Origi. Berkius, ist das Abseits? Das war, glaube ich, kein Abseits. Berkius, 2-0! Werder Bremen erhöht! Wahrscheinlich haben die Gäste aus Lissabon da auch schon gedacht, dass da eine Abseitsposition vorliegt. Ich muss ehrlich sagen,
Das muss ich mir jetzt gleich in der Wiederholung nochmal angucken. Das sah abseitsverdächtig aus. Das sah abseitsverdächtig aus, aber der Treffer zählt das, das Wichtigste für Werder Bremen. Gucken wir nochmal. Da gab es ein bisschen Slapstick, bis dann Kroos den Ball auf Origi bringt. Und jetzt gucken wir... Ne, das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Der Linksverteidiger hebt das auf. Der Linksverteidiger hebt dieses Abseits auf. Und Divock Origi glänzt. Ein Tor selber erzielt und eine Vorlage. Berkius legt sich den Ball hier parat und dann schlänzt er den wunderbar ins lange Eck. 2-0 Werder Bremen. Das gefällt den Gästen aus Lissabon mal so gar nicht. Haben sich das hier ganz anders vorgestellt. Vor allem nach diesem Start in die Partie. Moreno, der das Abseits aufgehoben hat. Westergaard, ganz stark. Wieder Moreno und diesmal eher im Abseits. Gucken wir mal. Ja gut, das war allerdings mehr als deutlich. Da hätte es wahrscheinlich jetzt auch keinen Linienrichter gebraucht. In der F-Jugend haben die Schiedsrichter eigentlich auch ein gutes Auge dafür. So. Wobei in der F-Jugend gibt es ja gar keinen Abseits. Moment, was erzähle ich da? In der B-Jugend oder so. Auf Großvettern halt, wo es nur einen Schiedsrichter gibt. So, also, das ist nicht das Thema. Werder Bremen führt mit 2-0 nach 45 Minuten. Mehr zwingende Torchancen kreiert. 5-2 Schüsse. Das geht in Ordnung, was die Bremer hier bisher zeigen. Natürlich müssen wir uns da auch bei Wiedwald bedanken, der uns am Anfang drin gehalten hat. Mit seinen zwei Paraden. So, wir bringen mal Öztunali für Valenzuela. Der ist nämlich heute noch gar nicht so aufgefallen. Und gehen rein in Durchgang 2. Also Werder Bremen führt mit 2-0. Gegen Belenenses. Die sich jetzt hier für die zweite Hälfte sicher ein bisschen was vorgenommen haben. Kann man sicher sein. Junusovic. Junusovic. Da ist Origi. Und da ist Miralas. Da ist wieder Origi. Kriegt den Ball noch tatsächlich. Divock Origi. Ja. Schade. Da wurde die Chance dann ein bisschen verzögert. Hier springt ihm der Ball nach außen, dann das Lauftür gegen den Verteidiger. Er holt sich den Ball noch ganz frech wieder. Muss dann erstmal wieder einen Richtungswechsel einschlagen. Und bevor er seine Beine dann erstmal wieder sortiert hat, hat der Keeper sich postiert und der Schuss hat leider auch ein paar Präzisionsmängel aufgewiesen. Aber trotzdem, guter Start in Halbzeit 2. Bremen direkt wieder mit einer Torchance. Tempo, aber ganz stark von Kroos. Ganz stark von Kroos. Junusovic, da ist Miralas. Da ist Miralas. Ah, wo will er den denn hinspielen? Wollte er den wieder auf Junusovic spielen? Das war die umständlichste Variante. Origi war da auch in der Mitte. Der geht ins Aus, oder? Ja. Einwurf Werder. Westergaard und direkt der nächste. Bremen kontrolliert das Ganze hier. Lässt da wenig zu. Und macht das stark. Bis hierhin. Und führt verdient mit 2-0. Kein Foul. Ja doch, okay. Er lässt den Vorteil dann ablaufen. Und dann Amorim, der sich den gelben Karton abholt. Die Proteste, denke ich mal, sind da zwecklos. Ja, hier sehen wir. Das ist eine klare gelbe Karte. Ohne Rücksicht. Da können wir froh sein, dass Junusovic sich da nicht körperlich noch irgendwie verletzt hat. Und Joao Amorim holt sich hier die gelbe Karte ab. Völlig verdient.
Mirallasch. Super Vorlage. Divock Origi. Mirallasch. Oh, da fehlt aber gar nicht viel. Origi mit dem nächsten feinen Pässchen. Und dann Mirallasch konzentriert sich nur auf den Ball. Hätte wahrscheinlich mal lieber ein, zwei mehr Blicke nach vorn investieren sollen. Schade, aber wieder super Vorarbeit von Origi. Bremen spielt das hier auch ganz souverän runter. Ist jetzt über eine Stunde gespielt. Und Werder führt hier immer noch mit 2:0. Belenenses ist hier bisher noch nicht zu einer wirklich mega, mega, mega mäßigen Torchance gekommen im zweiten Durchgang. Weil Bremen ist gut verteidigt. Ja, hier gibt es auch den Freistoß. Gibt es auch die gelbe Karte für Volkier. Ja, auch das ist richtig. Der steigt da ein bisschen zu motiviert in die ganze Kiste rein. Ja, auf jeden Fall ist jetzt kein böses Foul. Aber muss man pfeifen. Alles korrekt gesehen vom Schiedsrichter. Auch die gelbe Karte ist in Ordnung. Luis Leal mit dem Freistoß, aber Wiedwald pflückt das Ding dankend aus der Luft. Origi gewinnt das Kopfballduell. Jetzt der Ball auf Berkius. Kriegt er den? Natürlich kriegt er den. Öztunali mit Berkius. Origi. Mirallasch schon mal. Origi kommt ran. Boah. Dann an die Latte dieser Ball. Mirallasch. Nochmal Öztunali. Boah. Also, die geben sich da ja wirklich. Bremen will den Ball über die Linie zwingen. Belenenses wehrt sich noch gegen das Dritte. So, also, ich bin jetzt hier nochmal zurück. Ich habe gerade mitbekommen, dass die Game-Capture-Aufnahme aus irgendeinem Grund so um die 70. Minute rum abgeschmiert sein muss. Wir haben trotzdem mit 2:0 gewonnen. Ist alles in Ordnung. So, und ich wollte euch eben noch die Tabelle zeigen. Es kam dann im Spiel auch nicht mehr wirklich was zustande. Origi hatte noch eine Chance. Aber mehr war dann tatsächlich nicht. Und Bremen hat das dann sehr souverän runtergespielt. Und das ist auf jeden Fall die Tabelle, die ich euch jetzt auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte. Bremen mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Ich denke mal, das ist absolut passabel. Gucken wir mal kurz durch die anderen Gruppen. Hier haben wir Twente und Lazio ganz weit oben. Mailand und Villarreal, Man U und Rotterdam, Southampton, Beşiktaş, Hamburg und Celta Vigo. Hamburg mit 2 Siegen aus 3 Spielen. Dann haben wir hier Werder Bremen. Hier haben wir Malaga und Genua. Willem II und Schalke. Wolfsburg und den FC Utrecht. Schachtar Donetsk und Everton. Dann haben wir Swansea und Fenerbahce. Sowie Valencia und Legia Warschau. Also Warschau. Und ja, damit hätten wir das abgeschlossen. Ja. Und ich würde sagen, dann war es das für heute nämlich auch. Und wir gehen zur nächsten Bundesliga-Partie. Und die ist gegen den FC Augsburg. Und die wird uns dann das nächste Mal erwarten bei Pro Evolution Soccer 2016. In dem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Zusehen. Mädels, wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.